Einen Tag nach dem Abflug von Paula und Christina verließen wir Shanghai wieder Richtung Süden. Diesmal war unser Ziel die kleine Inselrepublik Nauru im Nordpazifik innerhalb des mikronesischen Inselverbundes. Die Fahrt nach Nauru dauerte 10 Tage und ich nutzte die relative Ruhe zur Pflege meiner Funkstation, auch hinsichtlich der bevorstehenden Ablösung in Australien. Das war mein damaliger Arbeitsplatz als Funker. Eine seinerzeit hochmoderne, nachgerüstete Telegrafie- und Sprechfunkanlage mit einer Sendeleistung von 1500 Watt. Diese sicherte eine ziemlich hundertprozentige Verbindung nach Deutschland und den Rest der Welt von jeder Ecke, in der sich das Schiff gerade befand. Hong Kong is also an important maintenance base for Maersk ships, and they are often dry docked here. All good things must end, and we say au revoir to Hong Kong and set the course for Bangkok, the terminal point of the Panama Line. Navigation officer determines our position by shooting the sun. En route, the wireless operator is in touch with the company's head office in Copenhagen.